Dieses Spiel ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play God of War 1. Im letzten Part haben wir uns um dieses Rätsel hier gekümmert, sind dort an verschiedenen Stellen hier in der Stadt Athen schon ja, die Leitern hochgeklettert und haben viele andere Dinge noch gesehen. Schlussendlich haben wir am Ende die Statue umgeworfen, die oben in Athen stand. Also wir waren an einem oben gelegenen Punkt, haben dann die Statue umgekippt. Der Kopf der Statue ist dann runtergefallen, dadurch konnten wir quasi von der anderen Seite hierhin gelangen. Denn hier war ja diese Tür und von diesem anderen Eingang mit dem Seil, was wir hinterher verschossen haben, konnten wir quasi hier dann hinter dieser Tür von der anderen Seite aufmachen. Jetzt haben wir da diese Tür oder dieses Tor, was die ganze Zeit bedrückt wird. Gedrückt, bedrückt. Irgendwer kuschelt auf jeden Fall mit diesem Tor. Und wir müssen jetzt das eben aufmachen. Wie uns das gelingen wird, ist natürlich ganz einfach, ganz klar. Ich glaube, da muss man jetzt kein Experte für sein. Einfach das Teil bewegen und schießen. Und ihr seht, zwei Minotauren sind dort. Aber ich kann euch auch einen Trick zeigen. Das bietet sich nämlich ganz gut an. Anstatt die zu bekämpfen, kann man nämlich auch so machen. Und wenn man schnell genug ist, man nämlich alle. Ja, da war ich nämlich nicht schnell genug, aber ich bin ja schlau. Warte, bis das Vieh wieder hier hinkommt. Na, willst du kommen? Hat der Minotaurus mal aus der nahen Sicht gesehen? Ich glaube, das war ein bisschen hier wieder hin. Na, willst du kommen? Put, put. Put, put. Okay, das sollte reichen. So, und wie gesagt, so kann man das auch prima machen. Finde ich, ist eigentlich ganz cool. Sieht dann halt auch instant down, also. Die Orbs nehme ich natürlich auch dann super gerne mit. So, eigentlich bräuchten wir das gerade nicht, weil wir haben jetzt nicht viel Leben verloren, aber dann nehme ich das jetzt auch nochmal gerne in Angriff. So, falls ich es noch nicht gesagt habe, da zu diesen zwei Kisten werden wir noch nicht hinkommen. Da werden wir irgendwann zu einer späteren Zeit nochmal zustoßen können und diese mitnehmen können. Aber wie gesagt, es geht auch nur um rote Orbs. Also rote Orbs sind super. Rote Orbs kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Aber sind nicht essentiell für die 100%. Zumal wir an vielen anderen Stellen auch noch jede Menge rote Orbs bekommen können. Es gibt sowieso einen Trick, wie wir am Ende dann rote Orbs in Massen bekommen können. Jetzt dann ganz schnell runter und dann sehen wir hier schon, sind wir hinter dieser Tür am Vorplatz. Nächste Sequenz. Was passiert hier? Keine Sorge, Kratos. Ich, das Orakel von Athen, helfe dir, Ares zu besiegen. Suche meinen Tempel im Osten und lerne, wie man einen Gott tötet. Das Orakel von Athen. Unser nächster Anhaltspunkt also. Hier sieht man auch lauter, ich habe mal Ritter gesagt, aber natürlich Soldaten. Boah, also schaut es sich an, wie zerfetzt die hier rumliegen. Straße nach Athen. So, gleich gibt es einen schönen Ausblick. Wenn man hier hoch geht, es vibriert auch schon ein bisschen.
Dort sehen wir Ares. Der Kriegsgott. Der natürlich alleine gegen die ganze Menschheit. Klar ist auch, dass die natürlich wenig Chancen haben werden. Kriegsgott, nichts ist vergessen. Für deine Tat in jener Nacht wirst du in dieser Stadt sterben. Okay, Kratos hat wohl einen wichtigen Groll gegen Ares. Irgendwas wird Ares gemacht haben, was Kratos zu diesen Worten bringt. Jenseits des Schlachtfeldes steht Ares, seine Armee marschiert auf Athen zu. Ja. Man sieht die Stampfer, die er einsetzt und die Sachen, die er wirft. Das ist natürlich... Das könnte kein Mensch aushalten. Es gibt hier ein paar Wege. Das ist zum Beispiel der richtige Weg. Wir können aber auch zuerst dem anderen Weg folgen, nämlich dem hier. Aber erst einmal speichern wir. So, nämlich hier unten auf dem Wege. Dort geht es in Richtung eines anderen Gebiets, wo wir noch nicht weiter kommen können. Dennoch können wir da schon ein paar Sachen mitnehmen. Und zwar seht ihr ja hier schon das Tor, was uns den weiteren Weg versperrt. Was eine Eule ziert. Eine massive Tür mit dem Symbol des Stadtorakels. Sie ist verschlossen und von hier aus nicht zu öffnen. Ja, ihr könnt es euch sicherlich auch schon denken. Wenn da auf jeden Fall das Orakel zu sehen ist, dann werden wir das Orakel dafür brauchen. Jetzt haben wir hier noch ein Gorgonauge. Natürlich weiterhin auch sehr, sehr geil. Das bedeutet, wir brauchen nur noch eins. Und dann haben wir unsere maximale Lebensleiste einmal aufgefüllt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, nagelt mich nicht darauf fest, aber ich glaube, das Maximale an Gorgonaugen, was wir hier einsammeln können, und auch Phönixfedern, liegt bei 30. Also wenn wir hier einmal alle mitgenommen haben. So, jetzt sind wir hier kurz vor der Stadt. Der Weg ist jetzt hier versperrt. Und jetzt müssen wir hier rein. Und auch das ist nicht ganz einfach hier. Und zwar gibt es hier nämlich folgenden Trick. Und zwar müssen wir nämlich hier dafür sorgen, dass diese Kreaturen uns den Weg aufmachen. Ihr seht es nämlich schon, die standen beide gerade auf dieser Plattform. Was wir hier jetzt machen müssen, ist folgendes. Wir müssen einer der beiden eben auf diesen Schalter positionieren und müssen dafür sorgen, dass dieser nicht mehr wegkommt. Das geht so. Und dann müssen wir schnell sein. Ja, das war natürlich nicht schnell genug. Da muss man dann wirklich, wirklich schnell sein. Oh, ihr seht, die sind ein bisschen anders wie die Minotauren, die wir sonst mal hatten. Die haben nämlich diesen Hammer, der auch noch, ja, ein bisschen großflächiger ist. So, jetzt schnell, 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 schnell. Bewegung! Ah! Boah, das war knapp. Ja, man merkt doch hier, also das mit den Rollen habe ich ja auch immer wieder betont, das ist manchmal doch sehr schwammig.
Aber gut, wir haben es damit gepackt. Und da wir ja böse sind und von niemandem Halt machen, sind diese wehrlosen Stadtbewohner hier auch kein Thema für uns. So, in diesen ganzen Häusern hier befinden sich auch lauter Truhen. Und dort gibt es verschiedenste Sachen. Orbs, manchmal gibt es nix. Manchmal gibt es hier noch ein paar andere coole Sachen. Hier ist zum Beispiel auch wieder nix. Man kann natürlich trotzdem immer genau gucken, ob man noch ein paar mehr Sachen sieht. Da haben wir wieder eine Gorgone. Oder Meduse. Nennen wir sie Meduse. Das Spiel nannte sie so. So, komm her. Komm her, Schätzchen. Ich hab jetzt gefressen. Hier, nächste Tür, die wir zerstören können. Und eine weitere Kiste. Truhe. Und eine weitere Phönixfeder. Supi. Supi, supi. Das ist doch schon. Das ist sehr schon. Auch hier wieder gar nichts. Aber hier bekommen wir schon einige Sachen. Da leider nichts. Aber ich glaube, da dürfte wieder was sein. Na, wenn die Viecher so weit oben rumgeistern, dann muss man immer sehen. Ja, auch das ist natürlich wichtig. Wenn wir so einen höheren Punkt haben, dann müssen wir das mitnehmen. Und da habt ihr gesehen, da wurde das Gebäude attackiert. Ja. Und Gebäude können natürlich auch kaputt gehen, je nachdem wie man es betrachtet. Auch da können wir hoch. Deswegen habe ich das gerade nochmal gesagt. Und das letzte Gorgonäuglein. Und damit seht ihr, maximale Lebensenergie aufgefrischt. Jetzt haben wir wieder alle Gorgonaugen weg. Da waren wir schon drin. Hier war sonst, glaube ich, schon nichts mehr. Nope. Die schießen aber auch zu spät. Ich habe das ja immer wieder auch bei Elden Ring gemerkt, was ich immer gestreamt habe. Ich komme manchmal nicht drauf klar, wenn bestimmte Gegner so einen langen Cooldown haben, dass man einfach gefühlt nichts mehr machen kann. Was heißt nichts mehr machen kann? Das stimmt ja auch nicht ganz. Ich meine eher damit, dass ich einfach nicht so darauf klarkomme, wenn die Gegner ja so langsam sind und so einen langen Cooldown haben, dass man einfach von der Reaktion her nicht reagieren kann. Es gibt genügend Leute, die kommen nicht darauf klar, dass manche Gegner dann so schnelle Angriffe machen. Und genauso welche, die halt auf langsame Angriffe nicht so klarkommen. Nicht so schreien bitte, Herr Kollege. Du hast doch noch nichts gehabt. So, hier sieht man natürlich gar nichts, aber auch wenn die Waffe sich ändert und die ein bisschen stärker sind, auch hier der Kill-Move ist derselbe. So, Choleriker. Nicht Kollege, sondern Choleriker. Denn die sind alle mir ein bisschen zu laut. Und schreien mir ein bisschen zu viel rum. Ich weiß gar nicht, weiß ich jetzt hier wieder Lava, aber ihr kennt das ja mittlerweile von mir. Wenn ihr das schon kennt, vielleicht schauen manche auch das erste Mal bei mir zu bei diesem Projekt und wissen gar nicht, wie ich ticke. So, nächstes Gorgonäuglein. Vielleicht sage ich immer Äuglein und Federchen, wer weiß das schon. Phönixfeder, geil. Geil, wir machen Fortschritte. Oh, die Kombo, die kann nerven. Kann sehr nerven. Und das ist wenigstens gut. So. Jetzt komm her.
Schätze nein. Deine Schwester schon auf dem Riss. Du willst die nicht. Das ist auch schön, wie viele Magiepunkte wir dann einfach wieder bekommen. Schaut mal da. Hier ist auch noch was. So ein Doppelhaus, kann man sagen. Eine Doppeltür. Da werde ich mich gleich mit befassen. Mit dieser Barrikade. Ich nehme vorher erstmal noch natürlich die Sachen hier mit. Da ist auch noch eine Truhe. So, hier waren wir noch nicht drin. Aber da waren wir schon. Ja, da muss man manchmal doppelt gucken. Also, manchmal ist es einfacher, da durchzukommen. Manchmal ist hier aber auch nichts. Das immer viel zu spät. Manchmal auch zu früh. Timing ist alles. Aber auch was Rhythmusspiele und so angeht, da bin ich ja nie so der große Profi gewesen. Und man muss immer direkt Kreis drücken mit Rhythmus. Und das. Also immer direkt Kreis. Immer auf die Kreistaste spammen. Sonst geht das nicht. Aber auf jeden Fall so Rhythmusspiele, zum Beispiel Kingdom Hearts Melody of Memory, zum Beispiel, das ist eines der wenigen Ausnahmen, zum Beispiel, was ich auch gern gespielt habe. Zum Beispiel so Spiele wie so Just Dance oder so, kann man mich mit jagen, da würde man nicht viel von mir erwarten dürfen. So, sag ich ja. Und das hier alles kaputt machen. Das auch noch bitte. So, und hier müsste man jetzt auf die andere Seite springen. Ich gehe aber erstmal hier nach unten. Denn hier ist eigentlich nicht viel. Aber wir haben hier noch ein paar Orbs mitgenommen. Auch das ist wie gesagt nicht viel. Wir können ja mal gerade gucken. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder wesentlich mehr Orbs. Frage ist nur. Ja, ich denke, die Zauber können wir erstmal lassen. Am ehesten würde ich wahrscheinlich die Klingen aufleveln. So, genau, wir müssen Kreis gedrückt halten. Und dann schwingt auch Kratos deutlich, deutlich mehr. Dann reicht das von der Sprungkraft her. Und ihr seht, von der Perspektive her können wir auch so erstmal ein bisschen Schwung nehmen. Und dann eben da noch die Truhe mitzunehmen. So, kurz drehen. Kann man sich schön anpassen. Und sonst war hier wirklich nichts mehr. Gut, wir haben jetzt erstmal da alles mitgenommen. Da kommen wir nicht durch. Können wir auch nicht kaputt machen. So, dalle. Kriegen wir nach wie vor auch hier nicht auf. Bei der Tür wird es genau dasselbe sein. Genau. Alles ist zugemauert. Also es gibt viele Türen in diesem Spiel, die wir halt wirklich gar nicht aufmachen können. Also gar nicht, gar nicht. Da natürlich genau dasselbe. Die Musik hat sich auch nochmal wieder ein bisschen geändert. Manchmal hört man das natürlich. Hier ist ein bisschen Wasser. Oh, Planschbecken. Schön. Athena Marktplatz. Hier gibt es ein bisschen was zum Kaufen. Ein bisschen frisches Obst, ein paar abgetrennte Köpfe, ein bisschen Gedärm und so weiter zum Sonderpreis. Und natürlich ein paar Menschies mit ein paar Harpien und so weiter. Die Harpien hier ist auch abartig. Also so wäre ich natürlich niemals gerne gestorben. So, hier sieht man jetzt mal Zyklo ohne sein ganzes Arsenal. So, ganz normal mit, ich weiß gar nicht, wie nenne ich die Waffe am besten, so eine Heulenklinge, keine Ahnung, ein Begriff dafür. So, und hier wird es jetzt ein bisschen abartig. Das meine ich nicht mit abartig.
Weil damit natürlich, wenn ich den Zyklopen treffe. Auch hier sieht man, sobald wir hier die Gegner nicht direkt dann mit Kreis treffen, regenerieren die sich auch in gewisser Weise wieder ein bisschen. Können dann nämlich wieder mehr leben. Also der ist dann eben kurz gestunt. So. Hier ist nämlich, wie man sehen konnte, nicht direkt ein Kick-Event, sondern wir hauen ihn einmal da drauf blöd damit. Die ganzen Menschen hier, wie gesagt, da kann ich halt keine Rücksicht drauf nehmen. In diesem Moment ist er immer gestunt. Zweimal und besiegt. Können aber auch hier gerne was anderes probieren. Und zwar so. Deswegen, also ich sag ja, mit Luthers Blick kann enorm, enorm helfen. Und wir haben das gut gepackt. Sehr schön. Hier ist sonst gar nichts mehr. Nix. Da hinten ist ein Speicherpunkt. Da kommen wir aber noch nicht hin. Das ist ein Hebel, um das Tor zu heben. Aber erst auf der anderen Seite. Ja. Genau, genau, genau. Da oben auch noch ein paar Truhen. Werden wir aber auch gleich erst hinkommen. Gute Dame. Das war mal ein Soldat. Dem fehlen aber ein paar Körperteile. Auch hier immer ganz wichtig, das ist auch etwas, was viele immer vergessen. Manche dieser Wände, die sehen auch schon so brüchig aus. Und dann ist da auch immer eine Truhe. Ein weiteres Gugonenäuglein. Auch hier. Alles zum Öffnen. Und, na, ich hätte gern Magie. So, sonst war hier nichts mehr. Sonst hatten wir hier nichts mehr vorfinden. Hier noch ein paar Flügel noch ein bisschen zerstören. Hinfort! Bleib mir vom Leib! Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab nur eine Wein getrunken. Weil Bier gab es zum damaligen Zeitpunkt nicht. Aber Wein schon. Auch Schätzelein. Schätzelein. Oh, das war nicht so schlau. Aber jetzt seht ihr mal die Perspektive, wie wir runtergefallen sind. Auch nur ein paar kaputte Soldaten. Natürlich kaputt. Ganz klar. So. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Taten. Monster! Warte! Hinfort! Geh weg von mir! Ich weiß auch noch nicht, was sie hat. Was für Daten? Ach, die aus der Vergangenheit vielleicht. Wobei, falls ihr euch erinnert, hier, als wir im ersten Part zum Beispiel vom Schiff, dann von dem einen Schiff zum nächsten übergingen, da war ja auch ein Kollege, der sich versteckt hatte und meinte hier, dass der lieber sterben will, als von uns gerettet zu werden. Bleib weg! Komm nicht näher! Bleib weg! Ah! Oh. Ich glaube, ja, das nahm kein gutes Ende. Gut, ich denke aber, das reicht an dieser Stelle für diesen Part. Im nächsten Part werden wir von dieser Stelle aus dann hier weitermachen. Wir haben leider die gute Dame nicht retten können. Sie ist am Ende dann ja hier von diesem Balkon, sag ich mal, runtergefallen. Leider mit dem Kopf unten aufgekommen und Genick gebrochen, was auch immer.
Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Aber nun gut. Wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.